Jo, hallo Leute. Ich habe eigentlich gedacht, dass Ragi gerade startet, aber das ist scheißegal. Willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Ich wollte gerade Magical Quest sagen. Ja, der schwer verdauliche Ragi möchte wieder sprechen. Hallo. Ja, du hast mich wieder gekeut. Gott sei Dank. Gekeult. Gekeut, du Idiot. Jetzt spiel weiter. Wir haben doch nicht so viel Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Hallo. Na. Ich mache einfach direkt weiter, deswegen. Ja, mach ruhig weiter. Soll ich vorlesen mal was? Ja, du liest. Begib dich ins Imperium, Victor. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Hör auf zu lachen. Sie haben es auch schon auf den Samen in diesem Palast abgesehen. Gott, du bist verdorben. Dann ist Pandoria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Viktor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Und du, Blue, gehst zum Elfenteich. Da werden echte Elfen ertränkt. Habe ich überhaupt richtig gelesen? Statt der Elfenteich. Ja, da stand Und Elfenteich. wieso leben im Elfenteich die Zwerge? Egal, drück mal weiter. Vielleicht werden da wirklich Elfen ertränkt von den Zwergen. Vielleicht, wir waren ja noch nicht dort. Jetzt drück endlich weiter. Ich Ich habe hab's. weiter gedrückt. Echt? Ja, du sollst eigentlich ab hier weiterlesen. Ich sehe immer noch den gleichen Text. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Das hast du noch nicht gelesen. Oh, ich dachte, unsere Aufnahme stürzt gerade ab. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit Orb stärker machen. Mit Orb. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Vielsagende Worte. Ja. Der Ja, ich kann hat's. mich bewegen. Wo soll ich hin? Wahrscheinlich Ich. wieder raus, wa? Nein, wie du siehst, Scheiße. kommst du auch gar nicht hier weg. Nein. Warum nicht? Ich hab's dir doch vorhin erklärt. Du unsinniger, du nutzloser Mitspieler. Ach Ja, ja, ich muss den Samen. wie konntest du nur das Lachen vergessen? Wovor habe ich denn Angst? Schwert oder Festung? Weiß ich nicht, wovor hast du Angst? Festung. Ja, die Festung ist schon gefährlich. Bereits vor 100 Jahren haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Wie das, diese Welt? Welche Welt denn sonst? Nick, nick. Das ist alles, was Zelda dazu sagt. Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzten Kraftreserven hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum mich? Welche Kraft? Oh mein Gott! Keine Ahnung. Warum mich? Du bist dran. Du bist Warum Bluru. hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht. Aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Wie denn? Nee, besser nicht. Genau, boykottiere den Plot. Besser nicht. Bluru. Das Imperium darf auf keinen Fall die Mana-Festung reaktivieren.
Stelle die Kraft deines Schwertes wieder her, sonst sind wir alle verloren. Du kannst einfach nichts sagen, du blödes Schwein. Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Indem ich schweige. Blöder Arsch, jetzt mache ich mich wieder als Einziger hier zum Honk. Na gut. Oh. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Du bist ein verdorbenes Dreckstück. Yeah, das Schwert wird schwanger. Da kommen ganz viele kleine Dolche raus. Ich bin auch so sehr auf den Knopf gekommen. Ja, du hast das Schwert halt mit dem Mana-Samen versiegelt. Nee, andersrum, du hast mit dem Schwert den Mana-Samen versiegelt. Das steht ja auch da. Mein Gott, jetzt drück weiter. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Oh, mit dir ist es einfach nur peinlich. Es gibt insgesamt 8 solcher Samen. Du musst sie alle versiegeln. Das Spiel ist hochernst. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher von Mana-Rittern benutzt. Lanze erhalten. Ha! Ich mag diese Musik. Sie wird durch Benutzen immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen, wie diese. Such überall danach. Ich gebe dir Kraft. Das Spiel speichern. Wir können gerade zum ersten Mal speichern. Leer, leer oder leer. Wir haben uns für leer entschieden. Eine äußerst gute Wahl. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria. Durch die gehen kannst du. Was? Durch die du gehen kannst. Wollte schon sagen, haben wir jetzt einen kleinen Yoda gefressen. Ich kann mir die Treppen sind auf einmal da. Ja, keiner weiß, wie es gemacht wurde. Boah, die ist voll ultra. Übrigens, hast du schon gelesen, was für Kommentare zu dem letzten Video geschrieben wurden? Nö. Kannst du mich weiterlaufen? Dir wurde erklärt, wie die Spielmechanik funktioniert, weil ich das unfairerweise dir nicht erklärt habe. Cool. Ich denke, das erkläre ich dir beim nächsten Gegner, den wir sehen. Und meine prophetischen Fähigkeiten sagen mir, dass es eine Piranha-Blume sein wird. Oder Vampir-Blume. Ach, Scheißdreck. Also, du verläufst dich noch hier auf dieser kurzen Wegstrecke. Nee, ich will nur kurz gucken hier, ob ich hier irgendwas Nettes finde. Nein! Nein! Geh nach rechts! Nein. Hier ist nichts. Was ist das Scheiße? Oder? Weiß ich nicht. Du hast den Geheimgang entdeckt. Jetzt bin ich bestimmt beim Elfenteich. Nein. Dummerweise kommst du ja nicht weiter. Findige Fans wissen jetzt zwar, was hier los ist, aber ich glaube, das verrate ich dir noch nicht. Tja, für mich ist immer noch blind, deswegen fair bist du ja noch. Natürlich, ich lasse dich auch gnadenlos in jegliche Sackgasse laufen, von der ich weiß, dass es eine Sackgasse ist. Wie zum Beispiel diese. Ich könnte dir einfach sagen, nein, da ist nichts. Ja, ich untersuche aber gern alles. Ja, ja. Aber es wird später eine Stelle gehen, da könnte ich eine Menge zu erzählen, weil es die mysteriöseste Stelle im Spiel ist. Krass. Ja, ja, voll mysteriös. Ey, mysterious, ja? Außerdem, ich muss den Scheiß mit einer Tastatur spielen. Das schon, muss ich nach links oder nach rechts? Okay, nach rechts. Offensichtlich. Habe ich dir schon erklärt, wie die Schilder funktionieren? Wie die was? Drück, Mist, das war ein Pokobusche. Drück jetzt nochmal die Angriffstaste und halt sie gedrückt. Was habe ich dir zu spät gesagt? Also mal Angriff drücken und jetzt, genau, das ist den Schlag aufladen. Der ist dadurch stärker, wenn du das machst, weißt du? Gedrückt halten und er lädt sich auf. Und die 1 bedeutet, das ist die erste Stufe, was wiederum bedeutet, es gibt mehrere Stufen. Cool.
Das renne ich so voll durch die... Oh. Das ist übrigens die Vampirblume, von der ich geredet habe. Und sie tötet dich gerade. Du sollst den Angriff... du bist kurz vorm Sterben übrigens. Ja, habe ich irgendwelche Items? Ja, hast du. Ein Bonbon. Das lädt deine Lebenspunkte wieder auf. Du stirbst am zweitschwächsten Gegner. Du bist erstaunlich. Jetzt töte sie schon. Ich hab Angst. Zweitschwächster Gegner. Zweitschwächster. Ja. Oh, schon wieder so eine Blume. Ja. Könnte aber auch eine richtige sein. Später gibt's welche, die sehen fast genauso aus. Na bitte. Geh weg. Bam. Yeah, du hast sie geohmt. Und jetzt kommt gleich eine spannende Stelle für mich. Wenn nicht vielleicht die Stelle, dass du schön in eine Blume reingelaufen bist. Okay, interessant. Kann ich hier durch? Ja, ja. Cool. Ey, voll die Pilzstadt und so. Ey, Magic Mushroom. Von Super Mario. Und du bist bewusstlos. Warum? Weil er dich bewusstlos geschlagen hat. Autsch. Ich hab gerade gedacht, ich bin tot. Nein. Ey, der dreht sich auf den Kopf. Hast du das gesehen? Ja, vor der Breakdancer. Chu-chaka. Wo ist der? Wo ist der? Er ist tot. Cool. Ja. Warum steht das nirgendwo? Tja. Hab ich dir schon erklärt, dass diese braunen Dinger Schilder sind? Wenn du sie anklickst, bis Level 3, steht da, in welche Richtung was liegt. Ich sollte ja nach Pandoria, wa? Genau, deswegen habe ich dir das auch gerade erklärt. Denn meistens ist es nämlich so, dass ein Gegner sich nicht schnell genug erholt.